2. Dezember. Noch immer betrachtest du neugierig die zahlreichen Regale mit Filmrollen. Da hörst du plötzlich ein Knacken und über einen Lautsprecher ertönt gedämpfte Stimmen. Verdammt! Hab an Set 4 kein Licht! Was, wenn unser Star ausgerechnet dort? Ich kann so einfach nichts unternehmen. Okay, verstanden. Jemand muss im Technikraum den Schalter betätigen, sonst sitzen wir hier alle im Dunkeln. Hallo? Rufst du, das Gesicht zum Lautsprecher gewandt. Können Sie mich hören? Es knackt erneut und die Verbindung scheint gekappt zu sein. Du seufzt. Warum ist es so schwierig, mit irgendjemandem zu sprechen? Offensichtlich sind hier ja irgendwo Leute. Warum zeigen die sich nicht? Du erschauderst. Oder waren das eben etwa gar keine Filmleute? Hast du womöglich soeben die Entführer des Filmstars gehört? In dem Fall wäre es natürlich klar, dass sie sich versteckt halten. Ob sie wohl wissen, dass du hier bist? Und ob sie dein Rufen eben gehört haben? Du ermahnst dich, ab jetzt etwas vorsichtiger zu sein, bevor du nicht weißt, was hier gespielt wird. Dennoch, mit einer Sache haben die Stimmen recht. Jemand muss hier Licht machen. Eine Taschenlampe und das bisschen Notbeleuchtung im Archiv reichen einfach nicht. Jenseits des Archivs ist alles stockfinster. Wenn du die Hauptfigur finden willst, musst du etwas sehen können. Selbst wenn das möglicherweise auch den Entführern in die Hände spielen sollte. Du blickst dich nach dem Technikraum um. Bitte umblättern. Hinter dem letzten Regal wirst du fündig. Und sieh da, der Code, den du beim Stapeln der Filmrollen gefunden hast, passt und öffnet dir die Türe. An der Innentüre des Technikraums hängt ein Zettel. Wenn du Licht machen willst, musst du alle 72 Sicherungen prüfen und die falschen markieren. Die Symbole auf der Karte helfen dir dabei. Beachte dann den roten Hauptsicherungsschalter, denn er verrät dir, wo genau du nach dem Code suchen musst. Code, Mitte, Groß, Klein. Öffne jetzt Türchen 2. Dahinter findest du 4 Rätselkarten A1 bis A4. Ahoi, ihr Freibeuter der Brettspielmeere und willkommen zurück zu Türchen 2. Ja, es wird spannend. Wir sind jetzt im Technikraum und die Zeichen geben uns vor, wie wir die großen Sicherungen überprüfen müssen. Und wenn euch aufgefallen ist, es stehen einige Dinge ja fett gedruckt und die werden sicher was damit zu tun haben. Aber jetzt lassen wir uns einmal reinschauen ins Türchen 2 und was da dahinter auf uns wartet. So, Türchen 2 ist hier und simsalabim, wir haben hier einige Räume. Na, guck mal einer an. Okay. Dann haben wir hier, okay. Das heißt, wir haben grün, gelb, blau und die Hauptsicherung ist rot. Hier oben rennen Leitungen, hier drüben haben wir ein paar Schrauben. Okay, ich lege die mal da so her. Gut. Wir müssen die Hauptsicherungen alle überprüfen. Wir haben hier gelb. Okay. Gelb ist oben, blau ist unten. So. Das heißt, in Wirklichkeit ist das die Anordnung. Dann haben wir grün hier und schwarz darüber. Und wir haben gelernt, die Symbole zeigen uns ja oder sollten uns Hinweise geben. Wenn du Licht machen willst, musst du alle 72 Sicherungen prüfen und die falsch markierten Symbole auf der Karte helfen dir dabei. Die Symbole auf der Karte, auf den Karten helfen dir dabei. Okay. Beachte dann den roten Hauptsicherungsschalter, denn er verrät dir, wo genau du nach dem Code suchen musst. Mitte, Groß, Klein. Okay. Okidoki. So, das heißt, wir haben hier
die Symbole, würde ich jetzt einmal so ganz salopp sagen. Wir haben sie auch hier. Und hier stehen immer die Spalten. Und ich schätze mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, 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 gut. Wir haben aber 4. Okay. Jetzt wird es ein bisschen spannend für mich. So. Wir haben. Geht es dann nach den Symbolen? Nö. Wir haben nicht ein einziges Mal hier eine Kombi, die zusammenpasst, vielleicht von den hier. Wobei, warte, ich war beim falschen. Oh ja. Die Kombi ist einmal richtig für das hier. Also das hier ist die richtige Kombi. Das ist natürlich die Frage aller Fragen, wo wir nach dem Code suchen müssen. Was haben wir dann hier? Hier hätten wir dann, welche Kombi ist da ident? Auch diese. Diese. Als nächstes kommt Licht. Warte mal. Das Licht. Licht geht's. Haben wir hier. Haben wir hier. Und beim Schalter sagen wir, hier. Es geht so runter, plötzlich darüber. Was will uns das sagen? Was will uns das sagen? Und er hat doch geheißen, wir müssen auf die, beachte dann den roten Hauptsicherungsschalter, denn er verrät dir, wo genau du nach dem Code suchen musst. Wo genau du nach dem Code suchen musst. Wo genau muss ich nach dem Code suchen? Geht bitte. Geht bitte. Viereck hat irgendwer so dieses. Nein, hat keiner dabei. Das ist ja wieder mal witzig, oder? Keiner von denen hat dieses Viereck dabei. Achso, warte mal. Wo ist denn mein. Muss ich das da drinnen markieren jetzt da? Wer gibt mir an, wo ich den Code suchen muss? Ich meine, ich weiß es nicht. Ich meine, er hat mir hier die Türchen angegeben. Vielleicht markieren wir das einmal, hä? Dritter. Vielleicht ist es ja so gemeint. Dann haben wir Schwarz. Schwurz. Wieder Dritter. Dann haben wir Grün. Das war ebenfalls das. Und da war es aber das hier vorne. Und zeigt er mir jetzt an, wo ich den Code zu finden habe. Was sind das jetzt? Sind das die kaputten? Papa. So. Und da haben wir es schon mal. Wo suchen? Falsch markieren. Wo suchen? Mitte, groß, klein.
Mitte, groß, klein. Und es geht schon wieder los. Mitte, groß, klein. Okay. Da haben wir einen Code, einen Mäusecode oder Strichcode. Dann folge dem roten, das da hinten ist scheinbar eine Sicherung, aber die hat, glaube ich, nichts mit dem zu tun. Oder kann das sein, dass das da hinten eine Sicherung? Na gut. Ja. Naja, da haben wir es ja schon wieder mal, oder? Groß, groß gequatscht und dann, ja. Beachte den roten Hauptsicherungsschalter, denn er verrät dir, wo genau du nach dem Code suchen musst. Denn er verrät dir, wo du genau nach dem Code suchen musst. Da dahinter, jetzt wieder durchbohren und kommt drauf, was er... Naja, ich habe gesagt, allzu lange werde ich es... Wo ich den Code suche? Gut, ich will jetzt nicht schon anfangen, irgendwas kaputt zu machen, sage ich ganz offen und ehrlich. Naja... Leider Gottes sind einige Türchen schon offen. Geht mir eh am Senkel. So. Wir haben den Tipp 1. Im Raum 2 siehst du 72 Sicherungen. Mit den Rätselkarten A1 bis A4 kannst du eine etwas vergrößerte Ansicht davon vor dir auslegen. Beachte die farbigen Balken schwarz, grün, gelb, blau. Dann weißt du, wie du die Rätselkarten aneinander legen musst. Doch wie findest du heraus, welche Sicherungen falsch sind? Wenn du das weißt, benötigst du übrigens einen Stift, um falsche auszumalen. Okay. Um falsche auszumalen. Also, das heißt, mir geben die Sicherungen, also die Zeichen geben mir vor, welche ausgemalt werden müssen. Kann das sein? Jetzt überall oder wie? Oder was? Oder wann? Oder wo? Hä? Ich habe sonst keine Plus mehr. Ich habe auch keine Kreise mehr. Ich habe den einzigen, den ich ausmalen könnte, ist der. Naja. Ist jetzt auch nicht unbedingt des Rätsels Lösung, würde ich sagen, oder? Also wenn ich jetzt sage, ich mache das wirklich nach dem, ich habe keinen blassen Schimmer. Auch hier hatten wir das, also das, Kreis. Was haben wir noch? Sterne und Trapez. So. Und zu guter Letzt hätten wir dann das, auch da war es wiederum das, mit L, sonst nichts, Trapez, sonst nichts, Mond, Mündli, noch ein Mond und noch ein Mond. Was sollte das ergeben? Hä? Ergibt das irgendwas? Irgendetwas, was es ergeben könnte, sollte. So, und wenn ich das jetzt aneinander lege, ergibt es irgendeinen Sinn? No. Also, für mich ergibt es keinen Sinn. Das ist viel zu wenig zum Wegstreichen.
Und unterm Strich, wenn ich jetzt überall alles wegstreiche, bleibt nichts mehr übrig. Ich meine, ja, Dreiecke würden überbleiben. Der Mond ist weg, Kreis ist weg. Ein Dreieck würde überbleiben. Der Stern müsste weggestrichen werden. Quadrat würde überbleiben. Quadrate würde überbleiben. Dreieck würde überbleiben. Und sonst müsste man alle streichen. I don't know. Ich habe jetzt einmal gestrichen. Links neben den Türchen des Adventskalenders findest du 4 technische Symbole. Jedes davon befindet sich noch einmal auf einer der Rätselkarten. So kannst du jeder Rätselkarte ein Türchenreihe zuordnen. Beide Rätselkarten und Türchenreihen zeigen jeweils genau 18 Exit-Symbole. Vergleiche sie. So findest du schnell die falschen Sicherungen. Mal sie auf den Rätselkarten aus. Fertig? Dann lege die 4 Rätselkarten wie im Raum 2 empfohlen aneinander. Kannst du ein Wort lesen? Gut. Es gibt viele Orte, wo du diese Worte noch lesen kannst, nicht nur auf der Box. Dich interessiert aber eine ganz bestimmte Stelle in den Worten. Die rote Hauptsicherung zeigt dir welche. Jeweils genau 18 Symbole. Vergleiche sie. So findest du schnell die falschen Sicherungen. Kannst du was lesen? Es ergibt ein Wort? Hä? Nö. Was soll es ergeben? Wie komme ich auf das? Also ich habe das mit einem Wort falsch ausgemeint. Ich habe das falsch ausgemalt. Vergleiche auf jeder Rätselkarte die darauf abgebildeten Exit-Symbole mit der zugehörigen Türchenreihe und markiere die falschen Orte. Die bemalten Rätselkarten richten an, dann kannst du darauf das Wort Exit lesen. Das heißt, die ich ausgemalt habe, sind die richtigen, oder wie? Nur verstehe ich halt eines nicht. Ach so, alle anderen kann man wegstreichen. Na, verstehe ich aber auch nicht. Weil es hat kein einziger ein Dreieck drinnen. Das Dreieck darf stehen bleiben. Warum? Check ich nicht. Gut, check ich nicht. Ist so. Code 481 48 und die 1. I don't know. Kapiere ich echt nicht. Runter, rüber und rauf. Okay. Keine Ahnung. Check ich nicht. Warum ich die falsch ausgemalt habe. Wie gesagt, ich habe sie herausgefunden und dann hätte ich halt nicht die ausmalen dürfen, sondern hätte andere ausmalen dürfen. Warum? Was kein Mensch. Warum ich die halt ausmalen hätte dürfen und die anderen halt nicht. Ja, wie gesagt, check ich nicht, weil ich darf die alle ausmalen. Wurscht, ist wurscht. Es ist durch, wir haben Türchen Nummer 3 gefunden. Vielleicht könnt ihr mir ihr erklären, was ich da jetzt wirklich falsch gemacht habe. Ich kapiere das nicht wirklich, weil ich habe zwar die Rätselkarte und alles herausgefunden, das und das. Aber was ich dann unterm Strich falsch gemacht habe, warum ich es falsch ausgemalt habe, ich verstehe es nicht. Bitte um Erläuterung. Ab damit in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen bei Türchen 3. Ich freue mich auf euch und ich freue mich auf Türchen 3.
Bis dahin alles Liebe, euer Brettspielpirat. Pfiat euch!